Wir sind back in black. Heute starten die Playoffs gegen die Selberwölfe. Und ich habe bei mir unseren Co-Trainer, Assistant Coach AC, der Björn, der Neujukat. Grüß dich, alles gut? Ja, gut, danke. Du bist auch in black. Freust du dich? Playoffs, geht los? Ja, auf jeden Fall. Jetzt, da hast du die ganze Saison drauf hingearbeitet. Und jetzt kann es endlich losgehen. Pat Cortina hat mal gesagt, Playoffs, das ist ein ganz anderer Monster, sagt er, als die normalen Hauptrundenspiele. Du warst selber lange Jahre Spieler. Wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Ja, ich meine, jeder macht es für sich individuell. Ne? Klar, wir als Trainerteam versuchen natürlich, die Spannung hochzuhalten, die Jungs so gut wie möglich auf den Gegner vorzubereiten. Ja, das ist das, was wir jetzt so machen. Und dann jeder hat seine Routine, eigentlich wie vor jedem Spiel. Nur die Konzentration ist natürlich ein bisschen mehr da. Ne? Weil in den Spielen geht es halt um alles. Und du musst die Spiele gewinnen und kannst dir nicht Schwächephasen erlauben. Es liefen ja die Pre-Playoffs, das heißt, wir hatten Pause, die Jungs hatten ein bisschen frei. Ist das jetzt ein bisschen schwierig, sie wieder auf Temperatur zu bekommen? Oder du hast jetzt in den letzten paar Tagen jetzt in den Einheiten hier gesehen oder sind die Jungs auch heiß? Die Jungs sind auch heiß. Logisch ist es auf der einen Seite klar ein Vorteil, wenn du im Spielen bist, weil du bist in deinem Rhythmus. Auf der anderen Seite kannst du dich natürlich ein bisschen erholen. Es ist nicht so kräftezehrend, als wenn du jetzt die ganze Zeit spielst und da schon weißt, es muss hier um alles gehen. Du kannst nicht ein bisschen Pause machen. Das hatten wir natürlich, aber klar, es ist jetzt, heißt es erstmal ins Spiel zu kommen. Die ersten Minuten werden entscheidend sein, dass wir da gut reinkommen. Selberwölfe, das sind die Gegner aus dem Süden. Heute das erste Spiel hier zu Hause. Habt ihr sie schon beobachtet? Ja, das haben wir gemacht die letzten Wochen. Ne? Zum Glück haben wir ein paar Videos gehabt und konnten uns da ein bisschen drauf vorbereiten. Ja. Was glaubst du, was kommt uns da entgegen? Oder darf man jetzt noch nicht so viel verraten? Ja, so viel verraten natürlich nicht, aber die kommen schon mit hart offensiv, sind da gefährlich, sind ein bisschen anfällig in der Defensive, Konter. Aber mal schauen, was wir daraus machen. Ne? Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Eigentlich sagt man immer so, der Süden ist immer so ein bisschen stärker als der Norden. Ich glaube, du warst es, der mir zu mir gesagt hat, dieses Jahr ist relativ ausgeglichen, oder? Ja, ich denke, die Ligen sind dichter zusammengerückt. Ich finde, dass der Unterschied innerhalb der Liga im Süden nicht ganz so groß ist wie im Norden. Da, glaube ich, fällt es schon ein bisschen mehr ab bei uns. Aber die ersten fünf Mannschaften aus dem Norden müssen sich vor dem Süden nicht unbedingt verstecken. Ja, was hast du zu den Playoff-Outfits? Ganz in schwarz, back in black, das schicke Schwarze angezogen. Für die oder hättest du lieber blau-weiß-rot gehabt oder sagst du, nö, das ist schon mal, ist mal was anderes? Ist mal was anderes, sieht gut aus und schwarz ist auch so ein bisschen aggressiv. Macht schlank. Ja, das auch. Aber nein, gut, sehen gut aus, die Dinger. Was erwartest du von den Playoffs oder jetzt überhaupt von der gesamten Playoff-Runde? Oder nimmst du jetzt überhaupt Druck von den Jungs und sagst, komm, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel? Ja, logisch, schauen wir von Spiel zu Spiel. Natürlich wollen wir so weit kommen wie möglich. Das ist das Ziel und ja, mal schauen, was bei rauskommt. Man rechnet, glaube ich, mit 5 Bussen aus Selb. Ich glaube, insgesamt rechnet man mit 4.000 Zuschauern hier heute Abend. Wird das auch noch mal so ein bisschen was Besonderes? Ich meine, klar, wenn man hier zu Hause das Derby hat, ist auch immer die Hütte voll, aber gerade so Playoffs und dann kribbelt es da ein bisschen mehr? Ja, natürlich kribbelt es ein bisschen mehr, aber gerade aus den Derbys sind wir es ja gewohnt hier, was hier für eine Stimmung sein kann. Ne? Und das pusht natürlich die Jungs auch ordentlich, uns alle. Und mit richtig Lärm hier drin wird es für jeden schwer. Und das, denke ich mal, kann auch ein Vorteil für uns sein, ja, auf jeden Fall. Reden wir kurz über dich. Lenny hat ja seinen Vertrag verlängert. Was ist denn mit dir? Bleibst du uns dann auch erhalten? Ja, davon gehe ich aus. Du wirst, man sagt ja immer so, als Co-Trainer ist man so ein bisschen so das Bindeglied zwischen Head Coach und Mannschaft. Ist das bei dir auch so oder bist du, wie ist da bei euch so die Rollenverteilung? Ja, doch schon. Ne? Klar versucht man da ein bisschen auch manchmal zu vermitteln, aber wir haben das ganz gut aufgeteilt. Lenny selber hat auch einen ganz guten Draht zu den Jungs und das passt schon so. Und was ist sonst so deine Aufgabe so in der Kabine? Bist du eher so denn so der manchmal ist er so beim Trainer, das war glaube ich so bei Klinsmann und bei Löw so, einer hat so die emotionalen Ansprachen gegeben und der andere war der Taktikfuchs. Ja, passt jetzt bei uns nicht ganz so. Ich meine, Lenny emotional, ja, Taktikfuchs auch auf jeden Fall. Ich bin oft ein bisschen ruhiger im Hintergrund, aber sehe dann andere Kleinigkeiten oder greife dann da mal ein und arbeite eher so im Ruhigen eigentlich, weil
das, was Lenny spielerisch sieht, dieses Spielverständnis, ich glaube, da muss ich ihm nicht wirklich helfen. Klar tauschen wir uns aus über manche Dinge, aber da kann ich noch eine Menge lernen von ihm auch. Und das ist das, was es auch immer interessant macht für mich. Du warst ja mal selber auch mal sein Trainer, ne? Also ihr habt euch sozusagen gesucht und gefunden. So kann man das sagen, ja. Willst du so schnell einen Tipp geben für heute Abend oder sagst du, nee, ich tippe lieber nicht? Ergebnistipp nein, aber ich denke mal schon. Also ich hoffe, denke und möchte das Spiel natürlich gewinnen. Du hast ja mal gesagt, ich kann dir schon nach den ersten Minuten sagen, wie das Spiel ausgeht. Ist das so? Wenn du ein Spiel siehst und dass du sagst, okay, weil ich kann das zum Beispiel sagen, die letzten Spiele, die wir hatten, haben wir immer zurückgelegen, aber wir haben das Ding trotzdem gewonnen. Also ich wusste, wenn wir zurücklegen, gewinnen wir doch. Ja, gut, dadurch, dass man seine Mannschaft kennt, sieht man schon, wie sind die Jungs drauf, wie ist die Stimmung, kann man das noch drehen, packen wir das, sind wir da, wo wir sein wollen, wie läuft unser Gameplan, und da sieht man das relativ schnell, ja. Gut, wir freuen uns drauf. Wie Jürgen Klinsmann sagt, da brennt der Baum. Da brennt der Baum heute Abend 20 Uhr am Eisstadion am Pferdeturm. Auflösung, Gewinnspiel gibt es nicht, weil die Kollegen haben kein Hashtag gemacht beim letzten Spiel, wo ich nicht da war. Gibt es ja gar nicht. Also keine Zoo-Karten, aber das machen wir dann wieder heute nach dem Aftergame-Talk. So, wir freuen uns auf das Spiel gegen die Selber Wölfe. Ihr habt jetzt nochmal Training. Bis dahin, macht's gut. Servus, willst du noch wen grüßen? Ja, unseren Sportdirektor Stobias Stolikowski. Stobias Stolikowski? Der hat auch schon einen Playoff-Bart, habe ich gesehen. Ja. Ich glaube, er lässt seinen ersten Spieler wachsen. Nee, das bin ich. Also, sehr gut. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao.